Muss ja mal gesagt sein. So, der Kedos geht jetzt in sein Bett und liegt auf weichem Untergrund. Haha. Huch, was? Erik und ich haben uns über die Jahre einfach auseinandergelebt, aber wollten wir gemeinsam nach Paris ziehen. Lieber Kedos, ich ziehe mit dir gerne überall hin, aber bitte nicht nach Paris. Ich bin kein Freund von Paris. Paris ist so... Ach, so... Zumindest was ich davon gesehen habe, ist das so... Naja, man will ja auch nichts Falsches sagen. Man will ja nichts Falsches sagen. Haben wir eigentlich Lehm? Alter, haben wir Lehm? Ein paar Blümchen würden sich eigentlich auch ganz gut machen. Das ist jetzt quasi so eine Theke, was ich jetzt noch gerne hätte. Das ist natürlich vielleicht hier in die Ecke. Dazu bräuchte ich noch... Damit es passt, oder ich nehme einfach normalen Stein. Oder ich nehme... Nee, ich nehme weiße Wolle wieder. Ich nehme... Alter... Dieser Hund, der hier die ganze Zeit... Ist das unser Hundi? Bist du unser Hundi? Der hat doch kein Halsband. Der ist einfach nur ein freilaufender Hund, der hier die ganze Zeit durch das Haus stromert. Was ich persönlich jetzt irgendwie süß finde, muss ich ja sagen. Ja komm, wie tue ich... Was habe ich jetzt weggetan? Was habe ich jetzt weggetan? Was habe ich weggetan? 26 Erde. Oh nee, die brauche ich unbedingt noch. So, das da und jetzt... 32 haben wir davon. So, dann gucke ich mal ganz kurz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Schniekes Bildchen nehmen wir mal mit. So, ach nee, Bildchen. Alter, ich... Mein Inventar ist natürlich wieder toll. Flieg doch noch weiter weg, du Bild. So, oder? Das ist doch eigentlich geil. Der erfahrene Meine-Kraft-Spezialist weiß natürlich schon, was ich vorhabe. Schnarch! Hallo? Ach, Alter, jetzt ist das ganz woanders. Das mit den Bildern, das ist echt so eine Katastrophe einfach. Yeah! Kühlschrank! So! Haben wir jetzt natürlich den Kühlschrank auch. Das gefällt mir ja ausnehmend gut. So, dann können wir hier natürlich auch leckere Snacks anbieten oder soll ich lieber auf die Seite machen? Fast würde mir hier besser gefallen, aber da würde er damit anecken wahrscheinlich. Und da oben, ja, guck mal, was draufstellen. Ich weiß noch nicht genau was. Auf jeden Fall, es gibt noch eine Sache, die hätte ich ja noch sehr gerne hier. Dazu brauchen wir Leder. 4 Stück haben wir nur. Ich muss dringend mein Inventar mal entrümpeln. Hier, Alter, ich muss eine ganze Kacke mal irgendwo hinpacken. Habe ich noch Blumen, die gelben Blumen. Es ist eine Katastrophe einfach. Hier, weg damit, ein Ei. Wieso habe ich überhaupt ein Ei? Haben wir hier Eier? Ah ja, wir haben hier Eier. Okay, dann tue ich die mal da rein. Dann haben wir hier, die brauchen wir momentan nicht mehr. Dann die auch nicht. Die Erde kann ich mal unten reinpacken. Die brauchen wir hier gerade auch nicht. Die auch nicht, auch nicht, auch nicht. Schon voll. Es ist einfach eine Last. Okay. Die 14 Wolle kriege ich jetzt ja auch nicht mehr rein, weil ich die Falltür da reingemacht habe. Naja, gut. So, auf jeden Fall. Ich, Blumenpötte kann ich noch töpfern. Und was ich aber erstmal machen wollte, ich suche mir mal ganz kurz ein paar Kühe. Guck mal, wie da Weizen wachsen sollte. Muss da noch eine Tür reinmachen. Kühe. Ihr lieben Kühe! Kamikaze! Kamikaze, Kamikaze, Kamikaze! 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 Kuh, Kamikaze! Kamikaze! Juli! Alter, du wolltest das gerade fressen, ne? Mistvieh, verpiss dich! Kamikaze! So, 2 Leder, juhu! Hä, was hab ich denn da? Hab ich da gerade irgendwas Merkwürdiges gesehen, was jetzt weg ist? Wahrscheinlich mein IQ. So, das haben wir. Was gibt's denn eigentlich noch für lausige Superkräfte, die keiner haben will? Fällt mir gerade ein, das Thema haben wir noch gar nicht ausgereizt. Da müssen wir noch 10 Stunden drüber reden. Zum Beispiel könnte man... Alter, das wäre voll die... Nein, Schwert kaputt!
Ich muss dich verprügeln mit der Faust, alter Kuhboxer 2000. Stell dir mal vor, boah, wie geil wäre das denn? Du könntest mit schierer Willenskraft, überleg dir das mal jetzt gut, mit schierer Willenskraft könntest du einfach die Größe deines Bauchnabels verändern. Alter, wie cool das wäre. Dicke Leute könnten so zum Beispiel sich im Sommer ein Obolus als Freibad dazu verdienen. Oder zum Beispiel sparst du dir vielleicht auch den Kinderwagen, wenn du einfach deine Brut im Bauchnabel spazieren trägst. Wie so, die werden so flupp, einfach so reingepresst mit Unterdruck. Und wenn du sie wieder rausholen willst, dann vergrößerst du mit schierer Willenskraft den Bauchnabel oder verkleinerst den und dann piu, fliegen die da einfach durch die Gegend. So stelle ich mir das vor. Ja, das ist auf jeden Fall ein faszinierendes Thema. Bauchnabelgrößen. Es gibt ja diese, es gibt ja auch diese Bauchnabel, die nach außen gehen irgendwie, ne? Nicht nach innen, sondern so nach außen. Als ich klein war, fand ich die immer merkwürdig. Gruselig fast. Das war so, stell mal vor, aus deinem Bauch gucken Finger raus. Das war natürlich, die sind natürlich nicht so groß wie ein Finger, aber es wäre möglich. Stell dir mal vor, dein Bauchnabel wird so abgetrennt in der Größe eines Zeigefingers. Und dann ziehst du dich aus und zeigst immer auf Leute aus Versehen. Du gehst ins Freibad und die Leute denken, Alter, warum zeigt der auf mich? Was soll denn das? Oder Babys, ne? Du bist Arzt auf der Entbindungsstation und da ist zufällig gerade oben ohne Tag und du gehst mit deinem Bauchnabel da rum und Babys greifen nach deinem Finger. Das machen die automatisch und dann kommst du aus der Station da raus, aus der Säuglingsstation und da hängen dann 10 Babys an deinem Finger. Dann siehst du aus wie ein Christbaum. Das ist sehr merkwürdig. Zeigefinger. Warte mal, was steht da? Mei, Yui. Stell dir vor, dir geht es gerade ziemlich beschissen. Wen würdest du gerne bei dir haben? Ich glaube, Menschen, die mich davon ablenken. Die eigenen Probleme. Das ist sowieso nur so eine Sache. Entschuldigung, wenn wir jetzt auf so ein ernstes Thema kommen. Die eigenen Probleme kann man ja sowieso nur selber lösen. Beziehungsweise sollte nicht darauf bauen, dass andere sie für einen lösen und deswegen sollte man sich auch selber mit seinen Problemen auseinandersetzen und nach Lösungen suchen. Und vor allen Dingen, was man nie machen sollte, man sollte seine eigenen Probleme nie zu den Problemen anderer machen, indem man zum Beispiel, man kann natürlich davon erzählen, aber nicht in der Erwartung, dass andere Leute einem dabei helfen, zwingend. Dadurch macht man nämlich seine eigenen Probleme zu den Problemen anderer und das macht man einfach nicht. Man nimmt andere Leute damit, ob gewollt oder ungewollt, man nimmt andere Leute damit halt so in die Verantwortung. So, das war so, ne? Ich erinnere mich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So. Das sind natürlich 8, nicht 7. So, und das macht man nicht. Man soll niemals die eigenen Probleme zu den Problemen anderer machen, sondern man muss wirklich sich bewusst werden, dass die eigenen Probleme auch die eigenen sind und sich eben dementsprechend auch mit ihnen auseinandersetzen. So, das ist, naja. So eine Lebensweisheit. Wenn ich Probleme habe, ich glaube, ich bin nicht der Typ, der groß über seine Probleme erzählt, außer natürlich, wenn Minecraft abschmiert. Dann erzähle ich gerne über meine Probleme und sage, hey, Minecraft, ja. Boah, das ist echt ärgerlich. Nee, aber auf jeden Fall Probleme. Wenn ich Probleme habe, das bringe ich nochmal ganz kurz zu Ende, dann sage ich sie kaum jemandem. Ich jammer ganz gerne mal, wenn Dinge anstrengend sind und so weiter. Da habe ich das Gefühl, da hört sowieso niemand zu oder kann die Tragweite, einfach diese Tragweite, die Ausmaße meines Unglückes gar nicht so fassen, wenn ich sage, oh, ich muss die Nacht durchmachen, dann heißt es, ja, ich hab auch lang gearbeitet. Das ist so das, was immer zurückkommt. Oder wenn man sagt irgendwie, ja, ich fühle mich nicht. Ja, ich fühle mich auch nicht. Weißt du, das ist so, naja, aber Probleme, wenn man wirklich Probleme hat oder ernste Probleme hat, dann versuche ich mich nach Möglichkeit selber mit ihnen auseinanderzusetzen, versuche auch nicht andere Leute mit meinen Problemen zu belasten, bin ich einfach nicht der Typ zu. So, auf jeden Fall, es sei denn natürlich, ich bin so weit am Ende, so richtig am Boden, und das sind die wenigsten von uns, tut mir leid, das sagen zu müssen, so weit am Boden, dass ich einfach so gar keinen anderen Ausweg weiß, dann vertraue ich mich anderen an und, aber wirklich nur als letzten Ausweg, wenn ich merke, ich komme damit selber nicht mehr zurecht. So, auf jeden Fall, vielen Dank fürs Zuschauen, Entschuldigung für das Standbild gerade, ich hoffe, wir sehen uns gleich wieder in der nächsten Aufnahme. Heute ist echt Prüfungstag mit Minecraft, das ist ja unfassbar.
Naja, bis gleich und tschüss. Hallo und herzlich willkommen zurück in der 75.000. Pimps-Aufnahme heute an diesem lustigen Abend, wo wirklich alles schief zu gehen scheint und irgendwie, ich weiß auch nicht, da ist wohl offenbar der Wurm drin oder irgendwer. Eine höhere Gewalt will nicht, dass ich in meiner Abwesenheit genug Minecraft-Videos vorweisen kann. Aber mal gucken, ich muss die Nacht eh noch durchmachen. Um 7 geht der Flieger und seit 5 bin ich wach. Das heißt, das wird sehr interessant. Ich hoffe, ich kann am wenigsten pennen im Flieger. Das wäre schon von Vorteil. Jetzt aber erstmal wollte ich gucken, ob ich nicht irgendwo... Wo habe ich den Gravel hingetan? Er ist hier herinnen. Nehme ich einfach mal eine Runde Gravel. Ich könnte natürlich auch Sand nehmen eigentlich. Hätte auch was irgendwie. Aber ich glaube, so aus alter Tradition heraus mache ich hier mal einfach... Gravele ich hier einfach mal ein wenig herum. So. Huch. Alter. Was läufst du hier rum? Was für ein unfassbarer Vogel. So, und hier... müssen wir mal gucken. So. Dann trennt das wieder so ein bisschen auf. Ist zwar sehr abrupt, aber naja, egal. Dann haben wir den Weg da zumindest. Das ist, ja, das geht da schon mal. Dann haben wir diesen Indoor-Garten und Pipapo. Tralalala. So, auf jeden Fall, die ersten gehen schon schlafen. Natürlich, weil es ist inzwischen schon 23.30 Uhr oder so am Dienstag. Und eigentlich versuche ich seit 13 Uhr aufzunehmen. Es ist einfach, heute ist wirklich schlimm. Ich weiß gar nicht, warum. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch nicht genau, warum ich hier gerade Ziegel mache. Bin bestimmt der Ziegelpeter. Und ich wollte... Was wollte ich denn? Ich wollte mit Leder was machen. Ich wollte Kühe schlachten. Aus Gründen. Ach so. Wenn ich was mit Leder machen möchte... Nein. Ach, und die arme Cat, der fällt nix. Kreatives... Ich hab einen Kuchen gebacken. Der fällt nichts Kreatives ein, um es ins Let's Play zu schaffen. Das tut mir natürlich sehr leid. Da kann ich auch nichts für. Wie man sieht, wird's dann auch nix. So. War das nicht so? Nee, Quatsch, ich bin ja blöd. Ach, ich brauche gar nicht so viel Leder eigentlich. Das war ja nur ein Leder in der Mitte und ein Holzrahmen drumrum. Ich bin auch so eine Schraube. So, alles schon so lange nicht mehr gemacht, weil wir die ganze Zeit nur unten in der U-Bahn hängen. So, und jetzt, wo kann man das mal... Wo ist denn hier zum Beispiel eine günstige Gelegenheit? Ja... Vielleicht, wenn man das da hinhängt. Da könnte ich mir eigentlich... ich brauche noch 2 Stöcker. Alter, bin ich blöd. Was mache ich denn hier? Ich meine natürlich den hier. So, zack. Und dann packe ich die mal da. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. So, zack. Dann habe ich... Den Kram schmeiße ich mal weg. Dann, eigentlich wollte ich nur ein Bild hinhängen, aber naja, jetzt hänge ich mal 3 hin. Einfach nur, weil wir es können. Und dann würde ich mal sagen, so, ein Brot hängen wir da mal hin. Soll ja so eine Art Cafeteria sein. Das sieht komisch aus, aber was willst du machen? So, dann mache ich nochmal ganz kurz hier vielleicht ein saftiges Stück Fleisch. Lieber so ein Kassler hier. Schweinefleisch sieht irgendwie... Oder? Ich weiß gar nicht. Ja, ich glaube, das Rinderfleisch. Ist Rinderfleisch? Ist Rindfleisch. Gut, sieht besser aus. Und dazu was Vegetarisches? Nee. Na gut, doch. Ich glaube, ein Apfel geht. Und ansonsten, ich muss mal ganz kurz gucken. Hier haben wir wirklich... Das ist das gebratene Schweinefleisch. Aber gebratenes Rinderfleisch haben wir gerade nicht vorrätig. Nee. Nicht schade ist das. Vielleicht kann ich das dann nochmal schnell hinterher pfropfen. Da hat es ja eh irgendwie was erwischt. Naja, egal. Okay, dann, ich würde mal sagen, den Apfel mache ich mal hier so hin. Dann haben wir einen schönen Apfel da. Das sieht jetzt... Naja, das sieht jetzt nicht mega appetitlich aus, würde ich sagen. Das ist ein bisschen schade eigentlich. Hätte ich vielleicht doch woanders hinhängen sollen. Vielleicht hier so hin. Einfach ein Bild von so einem Apfel. Und da oben auf dem Kühlschrank. Ich muss noch mal ganz kurz gucken. Ich weiß nämlich nicht mehr. Ehrlich gesagt weiß ich nicht mehr, wie es ging. War das jetzt einfach hier mit den Ziegeln? Ja, das war mit den Ziegeln. Okay.
da war ich gerade verunsichert. Und dann stelle ich da mal einen Blumenpott hin. Und nochmal ein schönes Blümchen, können wir da auch machen. So. Dann haben wir immer noch so einen Blumenpott da oben drauf. Und hier können wir, was war hier, da weiß ich auch noch nicht genau. Schade, dass man so diese Objekte da nicht drauflegen kann. Hier so ein Tellerchen oder sowas, dass man da was zu essen hat. Das wäre natürlich auch schön. Generell Blumenpötte gehen natürlich immer. Da könnte man hier auch nochmal einen hinstellen. Dann aber einen roten, der Abwechslung halber. Da meine ich mal ganz kurz blub, blub, blub. Ich weiß gar nicht, wie man aus Ziegelsteinen überhaupt einen Blumenpott herstellt. Das weiß ich gar nicht. So. Oder ist einfach, den lasse ich einfach so stehen, das ist dann so eine Cola. Eine alte, weißt du? Was macht denn die Katze da am Zebra? Ach, die schnurrt herum. Okay. So, was habe ich denn? Hast du irgendwelche Tipps gegen Angst? Also Angst vor Menschen zu sprechen oder so, fragt Steppenwolf. Tipps gegen Angst kann man... Ja, entweder, weiß ich nicht, so Psychiaterbesuche, pipapo, so eine Geschichten, das ist natürlich die eine Sache. Die andere Sache ist natürlich immer leicht gesagt, aber schwer gemacht. Das ist quasi, sich seinen Ängsten zu stellen und sich wissentlich quasi entscheiden, sich mit seinen Ängsten zu konfrontieren, wenn man zum Beispiel Angst hat, andere anzusprechen, dass man quasi wirklich wissentlich, wenn auch vielleicht mit der Hilfe eines Freundes oder so, mal versucht, andere anzusprechen. Bei mir ist es halt so mit meiner Höhenangst, gerade weil ich weiß, ich habe Höhenangst oder wo hatte, ich weiß es gar nicht, wie der Zustand heute ist. Achso, ich wollte das nochmal ganz schnell braten. Wieso habe ich eigentlich so einen gebraten? Ich weiß nicht. Gerade deswegen habe ich mich quasi selber damit konfrontiert. Ach, da kann ich mal ganz kurz, schmeiße ich mal alle rein, dann kann ich mal was braten. Und gerade deswegen habe ich so eine Sachen gemacht, wie zum Beispiel in Las Vegas, da oben die Achterbahn hoch über den Wolken sozusagen, also nicht hoch über den Wolken, aber halt schon sehr, 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 sehr hoch, ein paar hundert Meter oder so, keine Ahnung. Also es war nach einer Weile nicht mehr so schlimm. Am Anfang dachte ich, um Gottes Willen, ich sterbe gleich, aber da war es tatsächlich dann irgendwann nicht mehr so schlimm. Man merkt, dass man vielleicht doch nicht unbedingt gleich stirbt, wenn man diese Angst überwindet. Und andere haben es ja auch irgendwie geschafft und ganz ehrlich, bei dieser Achterbahn-Ding, da war ich so ein bisschen deprimiert. Weil ich dann gesehen habe, wie auch die ganzen Kinder da reingehen und sich voll freuen. Und dann hängst du da quasi... Höhenangst. Das war so ein bisschen... Naja, peinlich war es nicht unbedingt. Es war mir so ein bisschen ernüchternd, würde ich sagen. So. Ach, guck mal, die Kackzelle wird gleich fertig. Da klemm ich das Ding dran. Und die kann eigentlich auf der einen Seite dunkler werden, oder? Ich weiß noch gar nicht. Da muss ich ja nicht unbedingt helles Holz haben. So ein Klo ist ja gerne auch mal von dunklerer Gestalt. So, sieht aber eigentlich ganz gut aus, ne? Also mit dem Wintergarten und so, mit der Küche da hinten. Also diese kleine mit der Bar und Pipapo. Ist jetzt nicht mega außergewöhnlich, aber nett. Ich wedel mit meinem Fisch herum. Guck mal. Huch. Ja, okay. Das scheint ja nicht so gut zu klappen. Mit dem Apfel. Ich weiß, womit soll ich denn die Katze füttern? Mit einer toten Maus? Ich weiß doch auch nicht. So. Jetzt brauche ich mal wieder Slabs, wie es aussieht. Slabs. Ich muss da oben das Dach noch ein bisschen irgendwie weiter kriegen oder fertig kriegen. Und ansonsten muss ich mal gucken, das könnte ich noch weiterführen mit dieser komischen Treppenrinne, glaube ich. Ich weiß nicht genau, wie das dann aussehen wird.